die Düngemittelbeladung, die im Hintergrund stattfindet, ist von unserem Mutterkonzern, von den ICL. Und wir selbst hier sind die BK Giulini, wir sind eine Tochter da davon. Und hier am Berg ansässig ist die Firma ICL Fertilizers, das ist auch wieder eine Sparte, weil da geht es um Food, Phosphate. Und hier für Fertilizers hat nur um Düngemittel. Und für die machen wir auch die hauptsächliche Arbeit hier. Und das sind so ca. 450.000 bis 470.000 Tonnen jährlich. Und wenn sie später wird es dann praktisch den Umschlag filmen und dann sieht man dann, wie der Greifer, der hier an den drei Zahlen hängt, auf einmal 4 Tonnen Netto-Last aufnimmt und die dann mittels in das Schiff reinfährt. Und die meistens sind die Düngemittelbeladung immer so zwischen 1000 und 1250 Tonnen und eine Wochenleistung so circa von 5000 Tonnen. So ist es mal im Forecast drin und so sollte das eigentlich auch umgesetzt werden. Genau. Der Wipkraner kann 8 Tonnen heben, hat eine Ausladung von 40 Meter. Wir können über 2 Schiffe greifen und das kann auch nicht jeder kaufen. Der größte Teil sind Schüttgüter, verschiedene Produkte, wie gesagt Phosphate, Kali, verschiedene, sind halt verschiedene Produkte, die wir hier haben. LAM, der Lieberkran natürlich, zu dem Mipkran ist natürlich ein Elektrotank ohne Ende, feinfühlig, also da ist schon sehr großer Unterschied.